war der Name dieses Planeten? Salintar, meine ich. Hast du je eine Ernte beigewohnt? Oh nein. Niemals. Aber ich hörte, sie spüren dabei nichts. Es ist alles ganz human, soweit ich weiß. Es gibt Bürokraten und Aufseher, die darauf achten, dass alles nach Vorschrift verläuft. Aber dennoch ist das bisweilen recht ergreifend. Jetzt klingst du schon wie Mutter. Die meisten sind zu Lebzeiten elend und was sie durch uns erfahren, empfinden sie als Segen. Mein Vater würde gerade völlig ausrasten. Wissen Sie, was das für Folgen hat, wenn die Menschen die Wahrheit erfahren? Ich glaube, die meisten würden die Wahrheit gar nicht wissen wollen. Ich schon. Okay. Also, man hat euch beigebracht, dass die Geburtsstätte der Menschheit die Erde ist. Ist sie aber nicht. Eigentlich war es ein Planet im Carnabulum-System namens Orus. Vor etwas über 1 Milliarde von euren Jahren. Euer Planet wurde während der sogenannten großen Expansion entdeckt. Ah. Zu dieser Zeit wurde die Erde von einer Unterspezies des Saurosapiens bewohnt. Einem gefährlichen Menschenjäger namens Sargon. Natürlich musste, bevor die Besiedlung oder der Rohstoffabbau sicher eingeleitet werden konnten, eine groß angelegte Ausrottungsaktion herbeigeführt. Verdammte Sparflagge! Reden Sie hier über Dinosaurier? Mhm. Soll das heißen, Ihre Leute haben die Dinosaurier getötet? Eigentlich sind es eure Leute, Majestät. Laut der Commonwealth-Unterlagen wurde dieser Planet vor etwa 100.000 Jahren von Abrasax Industries zur Saat genutzt. Menschliche DNA wurde mit der einheimischer Spezies gespleist, um fruchtbare Bestände zu bilden. Das Motiv dahinter ist übel. Im Grunde soll eine möglichst große Population herangezüchtet werden. Wenn dann die Bevölkerungszahl die Tragfähigkeit des Planeten übersteigt, wird er als erntereif erachtet. Erntereif? Euer Planet tritt erst jetzt in sein genetisches Zeitalter ein. Ihr versteht sehr wenig von etwas, was ein Hauptbestandteil unserer Realität ist. Über wie alt haltet ihr mich? Ende 40? Ich habe neulich mein 14. Millennium gefeiert. Sie sind 14.000 Jahre alt? 14.004, um genau zu sein. Sind Sie so eine Art Vampirrasse? Wir sind der Ursprung vieler solcher Mythen. Aber ich verspreche euch, meine Mutter war genauso Mensch wie ihr und ich. Der Unterschied zwischen uns ist unser Wissen und unsere Technologie. Jede von uns hat einen Code für unseren optimalen physischen Zustand. Das Problem ist, unsere Gene haben ein Ablaufdatum, das sich auf unsere Zellen überträgt. Vor langer Zeit kam jemand darauf, wie man verfallende Zellen mit neuen ersetzen könnte. Heute ist das so einfach wie das Ersetzen einer Glühbirne. Wo bekommen Sie diese Glühbirnen her? Wir züchten sie. Wie Klone? Nein. Klonen fehlt genetische Plastizität. Vor ein paar Millionen Jahren löschte eine durch Klonen verursachte Genseuche fast die ganze Menschheit aus. Mir wurde erzählt, dass das Haus Abrasax die Erde zur Saat nutzt. Bekommen Sie sie von dort? Eure Erde ist ein sehr kleiner Teil einer sehr großen Industrie.